Was treibst du so und wieso bist du hier? Ich bin Schauspieler. Wow. Irgendwelche bekannten Filme? Alles Mögliche in ausschließlich männlicher Besetzung. Falls ich falsch liege, dann bitte ich um Entschuldigung. Aber kann es sein, dass du in schwulen Pornos mitspielst? Volltreffer, ich gestehe. Gibt es bei Schwulen überhaupt Softpornos? In denen sie sich nur anfassen und küssen und sich gegenseitig sagen, wie cool sie den anderen finden? Ich finde dich wahnsinnig geil. Danke, ich dich auch. Lass uns an den Eiern spielen. Was, du hast die Miete nicht? Diesen Monat bist du dran. Wieso veranstaltest du das alles für diese Frau, obwohl du nicht ran darfst? Es läuft gut zwischen uns, Mann. Warum sollten wir es durch Sex vermasseln? Was zum Teufel ist mit dem Wasser los? Das wurde abgestellt. Wie kriege ich das Zeug aus meinen Haaren? Nimm das Wasser aus der Toilette. Aber da ist Kacke drin. Aus dem Spülkasten dahinter. Oh, im nächsten werden wir wahrscheinlich kein Dach mehr über dem Kopf haben. Siehst du, das sind genau die Umstände, die Menschen dazu bringen, Sex für Geld zu machen. Hast du etwa eine Idee? Warum machen wir keinen Porno? Nicht gerade das, wonach ich gesucht habe. Aber das macht doch inzwischen fast jeder. Wenn ich ehrlich sein soll, sehe ich mich nicht in einem Porno. Schau dir Paris Hilton an. Die verkauft Parfum an 8- bis 12-Jährige und ich bin sicher, dass die geistig zurückgeblieben ist. Als Kind fand ich die Pornos am besten, die Parodien auf berühmte Filme waren. Wow, wow, ich hab's! Krieg der Spermien. Fantastisch, was? Oder? Han Solo hatte, soweit ich weiß, in Krieg der Sterne nie Sex mit Prinzessin Leia. Ehrlich gesagt, es ist mein erstes Mal. Ich verspreche Ihnen, sie nicht anzufassen. Ich habe eine Frau, wir sind glücklich miteinander. Nicht wirklich glücklich, aber es ist cool. Es ist mein Job als Produzent, mir anzusehen, was sie zu bieten haben, wenn sie nichts ausmacht. Ich liebe das Filmgeschäft. Kannst du was Besonderes? Jedenfalls war ich damit auf Junggesellenpartys ziemlich erfolgreich. Sie heißt Bläschen. Wir machen es tatsächlich. Ist ziemlich cool, ne? Hey, wir machen es tatsächlich. Hast du nie über die Konsequenzen nachgedacht, wenn du mit einer Tussi schläfst, die du dein Leben lang kennst? Eigentlich nicht. Doch nur zum Reichwerden. Erklär es einfach deinen intimen Weichteilen. Schaut her, das bedeutet gar nichts. Du sprichst mit deinem... Ja. Hi. Hi. Ich bin der Milchmann und ich soll Ihnen die Sahne hier liefern. Das ist der mieseste Porno, den ich je gesehen habe.